Leute, willkommen. Zweiter Stream im neuen Jahr 2023 mit diesem Szenario. Der letzte war eigentlich nur ein Mini-Neujahrstream. Wir hatten auf Silvester gestreamt und dann ein paar Morgenstunden am Neujahrsfest noch weitergemacht. Aber ich glaube gar nicht mit Arno, wir hatten nur miteinander geplaudert. Insofern ja doch der erste Stream 2023. Frohes Neues allen Arno-Fans auf Twitch und auch auf YouTube. Da zeichne ich auf. Gutes Jahr. Ein gutes und erfolgreiches Jahr. Hoffentlich mit einer Ankündigung eines neuen Anno. Der Titel, der am meisten fällt, wenn Anno-Fans orakeln, was kommen könnte, ist ein Anno 0007. Man wünscht sich aller Orten ein Anno in der Römerzeit. So, wir gucken mal, wo es hier weitergeht. Und es kommt ein neues Event gerade rein. Das dauert sehr lange. Börsenabsturz. Alle Waren minus 40%. Leute, wir haben mehr Glück als Verstand. Dieses Negativ-Event, das sitzen wir aus. Wir haben zwar nicht so viel Geld, aber schaut euch mal unsere Lagermengen an, an sogenannten Schwarzmarktwaren. Unsere Lagermengen sind randvoll. Schaut mal, wie viel, wir hatten beim letzten Mal super viel Geld da rein investiert, diese Dinge hier zu kaufen. Sowas wie Absinth, Limonade, Shampoo, das sind diese Schwarzmarktwaren, Kekse. Lager ist fast voll. Wir hatten unglaublich viel Geld darin investiert, als es mal billig war. Und das ist jetzt okay, weil wir können diese Waren weiterhin einkaufen und nur zu 40% der normalen Preise. Jetzt waren wir bei 90%. Das ist jetzt nicht so das Problem, aber alle anderen, aber wenn wir diese Dinge jetzt einkaufen würden, dann wären diese Waren 120% teurer. Das würde dann damit verrechnet werden bei diesen Warengruppen. Aber 6 dieser Schwarzmarktwaren sind drastisch verteuert. Die könnten wir im Augenblick nicht einkaufen. Jetzt zehren wir davon, dass wir unsere Lager vorher voll gemacht haben. Shampoo und Taschenuhren auch zwei weitere Schwarzmarktwaren sogar noch teurer. Leute, wir haben Glück gehabt. Und dass der gesamte Warenhandel viel billiger ist. Moment, minus 90% in Summe. Das, ja, das heißt, die sind ein bisschen teuer in Summe und die sind viel teurer und alle anderen Waren sollten wir im Augenblick nicht verkaufen. Wir sollten keinen automatischen Handel machen, weil die normalen Waren, die wir verkaufen, sind 90% teurer. Was wir machen könnten, ist allerdings, ich gehe mal ganz schnell in die automatischen Handelsrouten rein, bei der Gelegenheit, was wir unbedingt machen könnten, wir könnten Sachen, die wir brauchen, für den Bau zum Beispiel, zum Beispiel diese Alu-Träger, Stahlträger, alles, was man irgendwie braucht, was in Minen produziert wird. Wenn wir das billig verkauft bekommen könnten, das wäre Gold wert. Die Route hier, die pausieren wir mal alle. Die Schiffchen hier. Hat das gerade geklappt? Pausieren die alle? Ja. Und das ist eine automatische Handelsroute noch hier. Die pausiert bitte auch. Sie ist jetzt aktiv oder nicht aktiv? Und jetzt pausiert er. Und den checken wir einmal zurück hier unten hin. Aber damit er nicht angesteckt wird, so ein Stück weiter außerhalb, den packen wir mal hier. Steuermann! Und die anderen Schiffchen schicken wir da auch hin. Wir machen mal eine Gruppe KI-Handel, ja? Packen wir das Silber, die das Silber und die Lady Hand Route rein. Das dagegen sind so andere Geschichten hier. Dann schauen, werfen wir noch einen Blick in hier rein. Das Schiffchen pausiert hier vorne, ist randvoll. Sobald das Event vorbei ist, kann es hier wieder verkaufen. Sind unterwegs. Wo ist das andere Schiff? Hier vorne, das füllt erstmal sein Lager, bitte. Ah, das kommt von Aluhut aus, okay. Route eingezeichnet. Einmal hier hin und das dritte Schiffchen.
ist beinahe ganz voll hier vorne. Führen wir auch einmal hier unten hin nach Aluhut und das soll sich erst einmal voll machen. Das bedeutet, dass wir hier auf jeden Fall, weil der bergeweise Tabak aufgehäuft sein wird, dass wir die Lagerkapazität hier dringend ausbauen müssen. Weil die Sachen können wir heute nicht, die sollten wir lange Zeit erstmal nicht verkaufen hier. Ist der Sound jetzt okay? Frage in Chat. Sound okay? Musikverhältnis zur Stimme von WB Stimme. Wir brauchen allerdings Steine. Wir kommen mal nicht drum herum. Ach, Scheibenkleister, wir wollten eigentlich dringend Steine sparen, aber wir kommen hier nicht drum herum. Und schauen wir mal, welche Waren wir einkaufen können im Augenblick, weil die so billig sind. Ei. Während dieses Events 90% billiger, das ist verteuert. Wir könnten Dünger für ein Apfel und ein Ei bekommen und sammeln. Items sind aber nicht billiger. Den würden wir für unfassbar billig bekommen. Aber ich glaube, unsere Düngerlager sind auch überall relativ voll, ne? Hier ist 200. 650. Ja. Das lohnt sich nicht wirklich. Dann schauen wir uns den anderen Charakter an und ihn hier vorne. Ein neuer Auftrag? Noch etwas leiser. Die Musik ist immer noch zu laut. Na, das ist ja ein Ding. Ich hab eben schon mal leiser gemacht. Problem ist, ich kann nicht jedes Mal, wenn der Musiktitel wechselt, immer leiser und lauter machen. Na? Ei. Treibstoff sehr billig einkaufen, das sollten wir unbedingt machen, den können wir gut gebrauchen, das ist alles zu teuer. Wir haben einmal Treibstoff voll, den können wir nachher teuer immer verkaufen und können den auch mal zwischenlagern. Und wie viel ist hier im Treibstofflager drin? Treibstoff müsste ein Zwischenprodukt sein, ne? Ja. Viel können wir hier nicht mehr zwischenlagern, aber ein bisschen. Blumen für die Dame. Steuermann! Schicken wir ein anderes Schiffchen darauf, um weiter zu handeln. Das war hier vorne, ne? Bei Lady Hunt oder war das hier vorne? Das war hier beim Malching, ne? Ruder übernehmen. Genau. Und dann schauen wir noch einmal bei der Lady Hunt hin. Auch hier Treibstoff. Das ist alles zu teuer. Einmal voll machen mit Treibstoff. Ein leeres Schiff. Ein Künstler muss immer bereit sein, Kummer zu ertragen. Schicken wir hier hin. Und das, da parken wir mal den Treibstoff auf der gegenüberliegenden Seite hier vorne. Ruder übernehmen. Ich hoffe, das Lager ist hier nicht zu voll. Hier kann man das zwischenparken. So kann man das machen. Ja. Musik und Soundeffekte insgesamt. Die Soundeffekte seien auch zu laut. Dann gib mir mal Feedback, ob jetzt so alles passt, Leute. Gerne nochmal reinschreiben. So, dann wollten wir, ja, also das sind die Waren, die wir im Augenblick einkaufen können. Ich glaube, bei den NPC-Charakteren im Süden gibt es keine Möglichkeit, irgendwas shoppen zu gehen. Und auch hier können wir billig Bretter für ein Apfel und ein Ei einkaufen und Aluminiumprofile. Ein Schiff bitte hier hin. Schicken wir den Dicken hier vorne hin. Zum Horizont! Und dann hier vorne noch einmal ein Check. Immer noch zu laut. Was ist denn zu laut?
bin mal gespannt, wie es jetzt ist. Dann wollten wir hier noch schauen, wir ob man hier... Oh, kann man Besucher. Viele Dinge einkaufen. Eine das lohnt sich sehr. Zu den Preisen können, würde ich ja im großen Stil bitte shoppen gehen. Im ganz, ganz großen. Die können wir so billig gar nicht herstellen, die Sachen. Route eingezeichnet. Kommt alles sind hier unterwegs. Bitte. Ja. Jetzt ist besser. Besser oder gut, lieber Andi? Unser Ziel beim nächsten Mal war, wir wollten schauen, ob hier genug... Wir hatten letztes Mal die Stadt gewaltig ausgebaut. Viel mehr Bürger leben hier. Wir müssen jetzt mal überprüfen, ob das okay ist mit der Versorgung jetzt. Angenehmer oder angenehm? Besser oder gut, ist meine Frage. Danke an Little Unnamed Creature. Liebe Grüße an die kleine, unbenannte Kreatur. Danke für den freundlichen Satz und danke fürs dritte Abo hier. Flying Nova, willkommen bei uns in der Community. Grüße an dich. Beinahe perfekt. Besser super. Wir schauen mal. Wir hatten letztes Mal alle Bevölkerungsgruppen ausgebaut, wie es aussieht bei den Konsumgütern in Bullschatz. Wir müssen mehr Rum herstellen. Gebackene Bananen hatten wir schon dran gedreht. Das muss ich nur noch einspiegeln. Und Kaffee passt auch. Nächster Schritt wäre also Rum. Rumproduktion findet, glaube ich, vor Ort statt. Grüße an Avo. Danke fürs 27. Abo. Avo, danke dir. Rum ist hier vorne. Produktion reicht nicht ganz aus. Wir haben vor Ort 4 Rumbrennereien. Zuckerfruchtbarkeit ist auf einer anderen Insel, Holzfällhütte auch woanders. Die Rumbrennereien können wir auch drüben eigentlich herstellen. Die nehmen Platz weg und da arbeiten nur Journaleros. Das lagern wir alles aus auf die Zuckerinsel. Damit hatten wir auch schon begonnen. Ach, wir hatten doch einen Import von der Osterinsel aus. Das sind die wir miteinander vergleichen müssen. Die meisten müssen wir in Summe ziehen und dann haben wir reichlich Rum. Rum war nach meiner Erinnerung keine... Klingt gut, Marcel, das höre ich gerne. Rum war nach meiner Erinnerung kein Gut, dass wir über den Handel mit den NPC-Charakteren loswerden könnten. Ja, nur zu Durchschnittspreisen, nicht durch für besonders hohe Preise. Das heißt, da, so wie es im Augenblick eingestellt ist, ist eigentlich alles zauberhaft hier. Wenn wir das in Summe nehmen. Und hier der Rum hat auch genug Zucker, hoffe ich mal, und hat genau Zuckerrohr. Zucker nicht. Bringt Zuckerrohr rüber. Wo landet denn der Zucker? Ach, Rum wird aus Rohholz gemacht. Aus Rohholz und aus Zuckerrohr. Und das reicht auch. Alles gut. Das heißt, hier wird eigentlich genug hingebracht unter der Voraussetzung, dass die Transportroute brummt. Das war diese hier und da hatten wir nur ein Schiff drauf. Das wird nie und nimmer reichen. Das wird nie und nimmer reichen. Das heißt, wahrscheinlich ist in der Osterinsel mittlerweile ein großer Vorrat an Rum aufgelaufen. Ja, das müssen wir dringend abtransportieren und wir brauchen zusätzlich noch eine Handelsroute. Flaggschiff hier hin. Und ich nehme eine reine Rumroute ein. Die startet hier in der Osterinsel. Landet in Bulls Schatz. Die heißt Cheerio. Und wir holen Rum hier ab. Unmengen bitte. Packen ein Schiffchen drauf. Zum Beispiel die Epiphania. Und bestätigen das Ganze. Dann müssen wir das noch einer Gruppe zuweisen, nämlich der Gruppe Osterinsel. Prima. Schönen guten Abend an Weizentotemann und alle anderen, die gerade reingekommen sind. So, und das funktioniert. Prima, Deckel drauf, nächster Schritt. Andere Waren checken, die ein bisschen komplizierter sind unter Umständen. Konsumgütercheck. Das ist wie gesagt eine Importgeschichte. Das wird vor Ort genug hergestellt. Viele Sachen sind Luxusgüter.
Zigarren, die stellen wir, glaube ich, vor Ort her. Die müssten wir mal überprüfen. Ja, war Zigarren ein Exportgut zu einem Charakter, zu Joaska? Da sollten wir also eher ein Überangebot herstellen. Wir haben eine Zigarrenmanufaktur hier nur, die reicht nicht aus. Die funktioniert mit Obreros. Obreros gibt es nur hier. Wir stellen also eine zweite hier noch irgendwo hin. Könnten die Ziegelei hier abreißen? Nein, nee, stimmt nicht. Wir können das Lehm hier hinbringen. Quatsch. Vielleicht bekommen wir Lehm von einer anderen Insel. Quatsch. Eine dicke hier hin. Wisst ihr was? Diese Sachen hier. Willst du uns zuschauen? Alpaka-Farmen und Co. Die können wir alle exportieren. Die können alle auf die gegenüberliegende Insel. Die reißen wir alle hier ab. Da habe ich keinen Bock drauf. Das nimmt zu viel Platz weg. Wir brauchen hier. Das ist die einzige Stadt mit Obrero und Artista-Arbeitskräften. All diese Sachen hier, die machen wir wieder weg hier. Ja. Das ist auch noch nicht ausgebaut hier. Wir haben noch kein Silo gebaut. Zum Beispiel eine Alpaka-Farm weg. Eine Alpaka-Farm weg. Und da stellen wir dann eine Zigarrenmanufaktur hin. Rinder gehen, glaube ich, auch auf jeder Insel, ne? Habe ich doch richtig im Kopf. Ja, Rinder gehen überall. Dann machen wir noch eine Rinderfarm hier vorne weg. Auf Bulls Schatz. Die ist auch noch nicht ausgebaut. Einmal Rinder weg, einmal Alpaka weg. Das ist eine elektrifizierte Weide. Eine Alpaka-Farm, eine stinknormale Alpaka-Farm. Kann auch nochmal weg. Dann stellen wir hier vorne einmal die Zigarren hin. Boah, nehmen die viel Platz weg, unfassbar. So. Das genügt erstmal. Kunstschreinerei braucht auch Obreros. Davon brauchen wir jetzt auch zwei weitere, ne? Genau, zwei weitere brauchen wir. Jetzt fehlt leider. Jetzt fehlen Steine. Das war ein Problem. Das ist das, was wir die ganze Zeit schon befürchten. Das war ein Steinproblem hier bekommen. Das müssen wir improvisieren. Weil die gibt es nirgendwo zu kaufen. Schauen, wie wir das Problem lösen. Haben wir da irgendwo Steine, vielleicht auf der gegenüberliegenden Seite? Hier sind sehr viele. Davon bringen wir einmal ein Schiffchen hin. Die kann hier hin. Steuermann! Dann wollten wir weitere Waren hier noch einkaufen fahren. Unsere Schiffe schon da? Noch nicht. Die scheinen hier nur alle zu kommen. Ach, wir sind gelb. Alles klar. Wir sind ja doch da. Was kaufen wir ein? Wir kaufen auch vorher jede Menge Aluminiumprofile ein. Die kriegen wir nie mehr so billig wie hier. Und jetzt? Könnten sogar für einen Apfel und Ei Zucker einkaufen, denn weil den können wir nachher Zuckerrohr bunkern, wenn wir das wollen. Baumwollstoff, das sind 90% Preise. Wir können alles für unfassbar billig einkaufen hier. Ich würde alles einkaufen, was es hier gibt. So billig können wir das gar nicht selber produzieren. Wir kaufen den alles ab. Baumwollstoff können wir auch verkaufen nachher bei Paloma. Wir bunkern alles hier vorne. Route eingezeichnet. Gilt sogar für den Zucker. Wenn wir noch Perlen brauchen,
Wenn nicht, wir können alles verkaufen irgendwann wieder. Zu den Preisen kann man auch Sachen immer jederzeit mit Profit verkaufen. Das ist gar kein Ding mehr. Das ist ein Klacks. Einmal hier hinten rüber, bitte. Sind unterwegs. Große Einkaufstour. Kaufen Kakao ein, weil wir es können. Wir können sogar Tabak einkaufen. Wenn du Probleme hast, dieser riesigen Mengen zu lagern. Steuermann. Ich brauche mal ein paar weitere Schiffe. Was können wir einkaufen? Wir kaufen sogar Zucker ein. Ich weiß noch nicht, ob wir diese Mengen auch wirklich überall lagern können. Ob wir die zum Beispiel hier lagern können überhaupt? Oder übernehmen. Kann sein, dass das Lager hier schon bald voll ist. Zuckerrohr ist im nächsten Problem. Alles bereit. Wir können das auch zwischenlagern, hier vorne. Weil hier ist das Lager leer. Es gibt keine Notwendigkeit, in der Expansionistas eines dieser beiden Güter hingebracht zu haben. Und noch ein Schiffchen, bitte. Wir nehmen alles mit. Alles, was geht hier. Ruder übernehmen. Auch hier ist ein Schiff da. Bulls großer. Kaufen sogar die Bretter ein. Alles, was es gibt, einmal einkaufen. Das um die Ecke, hier können wir auch nochmal hin. Drehen. Dann hier vorne weiter bauen. Ihr erinnert euch, wir hatten ein Schiff Richtung Expansionistas gebracht. WB spielt heute flott, meint Voyager. Und das zu Beginn des Streams. Normalerweise bin ich zu Beginn eines Streams immer relativ lahmarschig und ich muss mich erstmal reindenken. Die Musik davor klang gerade hier wie bei Jagged Alliance 2, meint Pixeltrieb. Achtung, wenn eventuell gleich geballert wird, die Granaten fliegen, wenn geschleicht und gemordet wird, dann wisst ihr, wer es war. Bereit für den Einsatz. So, hier vorne ist ein Schiffchen angekommen. Erwarten neue Horizonte. Mit dem Treibstoff. Prima. Alles bereit. Die ist auch leer. Wir wollten die Steine hier abholen. Zumindest 50. Wahrscheinlich brauchen wir noch mehr. Wie viel Holz haben wir hier vorne noch? Nicht mehr so viel. Sacken wir noch etwas Holz ein. Bringen es hier vorne hin, bitte. Sind unterwegs. Also, Steine werden hier hinten hingebracht und hier vor Ort, wo wir schon sind, müssen wir zwei weitere Alpaka weiden und eine weitere Rinderfarm bauen und das Zeug dann drüben auf die andere Seite bringen. Eine Rinderfarm, bitte. Hier ist überall schön Platz. Im Augenblick noch. Ich habe mit Anno 1602 damals mit Anno angefangen. Jack Buck, ganz genau. Klebart Salamander fragt, ob der Chat hier immer so gut gelaut sei bei einem Anno-Samstag mit WB. Was mögt ihr dem Klebart Salamander antworten? Seid ihr normalerweise immer so gut gelaunt wie heute? Oder seid ihr normalerweise tief, tot, traurig und depressiv, aggressiv? Oder stumm, wortkarg? Oder was auch immer? Immer. Der Chat ist immer betrunken, das glaube ich nicht. Immer gut gelaunt, Grüße an unser Schei, hi. Wer sagt, ich bin gut gelaunt, grumpelt und pumpelt es? Ihr seid echt entzückend, danke an Quick. Also, hier wollten wir noch ein bisschen weiter bauen.
nochmal im Blaupausenmodus, weil ich nicht mehr genau weiß, wie groß die sind. Ah, wir wollten auf der gegenüberliegenden Seite. Wir machen das immer in so Pärchen. In so Lagerhauspärchen hier. Im Blaupausenmodus einmal hier vorne eins hin. Zweimal. Ja, geht so. Wunderbar. Einmal ausbauen, bitte. Dann ein Lagerhaus daneben gestellt. Jetzt gehe ich mal aus dem Blaupausenmodus raus und hier vorne rein. Das war die Rinderfarm, die sollten wir noch zwei Alpaka-Farmen hier hinsetzen. Einmal Alpaka-Wolle bitte. Ah, das geht gerade gar nicht. Dann müssen wir noch ein bisschen anders bauen. Verklickt. Was ich da an Geld gerade verschwende. Jetzt aber. Einmal das hier vorne weg, bitte. Ein paar weitere noch platziert. Die können wir noch ganz kurz eins reingequetscht. Und ich glaube, das geht hier auch noch. Hm, passt nicht mehr hin. Eine weitere noch. Einmal. Ach, was habe ich denn hier gemacht? Eins nach rechts. Zweimal. Dreimal. Viermal. Die können alle hier vorne hin. Jetzt haben wir alles wieder ausgeglichen, was wir drüben versaubeutelt hätten. Quick schreibt, stellt euch mal vor, die Technik hätte es WB erlaubt, schon im Jahre 1998, damals Anno 1602 zu streamen. Dann würden wir heute sagen, weißt du noch, damals im Anno Let's Play Folge 5332, 1902, als WB mal zum unpassenden Augenblick genießt hat. Sushi Cat, danke fürs 9. Abo, Grüße an dich, danke fürs Cheeren an den Anno-Fan. Danke an Sushi Cat. Oh, das höre ich sehr gerne. Ich weiß auch, worüber du redest. Ich habe so Menschen auch in meinem Umfeld, Leute, an denen ich hänge. Und ich weiß genau, was du meinst, wirklich. Alles Gute für dich. So, was machen wir als nächstes? Das war alles okay. Achso, wir müssen die Waren auch rüberbringen. Oder erstellen gleich hier die Ponchos her. Haben wir hier überhaupt eine Poncho-Produktion? Ja, die reißen wir ab und verschieben die mit nach drüben. Wo sind die Ponchos hier? Weil in Bullschatz, wo es nur Jaleros gibt, da brauchen wir wirklich keine Ponchos zu bauen. Keine Ponchos zu fabrizieren. Das waren die hier, ne? Eine Poncho-Weberei weg. Ach komm, wir machen das im großen Stil, ja. Die zweite weg. Drei Poncho-Webereien weg. Ah, das ist so schade, die ist schon ausgebaut hier. Mit Dünger und Co. Die lassen wir mal hier. Drei Poncho-Webereien weg. Haben wir noch Alpaka-Farmen, die nur noch die hier vorne. Dann packen wir hier drei weitere Poncho-Webereien hin, aber die wiederum haben dann nicht genug Alpaka-Wolle. Ach, ist ja kacke. Ja, wir haben es doch. Drei Poncho-Webereien hier hin oder zwei.
eine Köhlerei. Da können wir was dazwischen setzen. Wir ersetzen ein Lagerhaus. Ein Lagerhaus hierhin. Eine Poncho-Weberei. Dorthin. Eine. Also wenn die Kühlerei nicht bei 100% ist, das ist nicht so schlimm. Eine Poncho-Weberei hier vorne hin. Und noch eine hier hinten hin. Das alles Kühlereien. Wir schwimmen in Kohle. Noch zwei weitere hier hin. Eine. Zwei. Straße. Einmal hier durch, bitte. Das sollte okay sein. Einmal ausbauen, bitte. Noch ein paar Alpaka-Wollereien hier, ein paar Alpaka-Farmen hier hin. Erst die Schiffe entladen, das dürfen wir nicht vergessen. Einmal der Falke, raus mit dem schönen Treibstoff. Zurück zu dieser Insel hier. Setz die Segel. Ein Schiffchen-Check. Neue Sachen reinholen, bitte. Ne, Dünger hatten wir schon genug. Nee, gar nichts. Da gibt es eigentlich kaum was. Höchstens Dünger. Noch einmal Dünger. Und den Dünger bringen wir dann. Selbst nennen wir es Unglück oder einen guten ersten Versuch. Da müsste noch ein bisschen Platz sein. Ruder übernehmen. Dann schicken wir, das ist die Marquise von O hier vorne. Ja, es ist fast für alles Platz. Dann entleeren wir den Rest hier vorne. Route eingezeichnet. Dann noch ein Schiff-Check. Octopus bei Lady Hand. Stapel gelaufen. Treibstoff. Alles andere nicht, weil zu teuer, hatten wir uns eben angeschaut. Ein Künstler muss immer bereit sein. Ein Künstler muss. Einmal hier unten hin, bitte. Ruder übernehmen. Ein Schiffchen dorthin. Ist eines da? Es ist keines da. Das können wir hier hinschicken. Und dann noch ein Schiff hier vorne. Einmal Handel treiben, bitte. Ein neuer Auftrag. Unmengen an Treibstoff. Wenn den schönen Bunkern, dann kann man nachher, wenn das entsprechende Event da ist, für Unmengen verkaufen. Ich glaube, wir lagern den mal auf der Osterinsel dazwischen. Weil da ist garantiert, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwas an Treibstoff ist. Das Lager müsste leer sein. Steuermann! Wir gehen nur auf Nummer sicher und überprüfen das immer hier oben. Es reicht nur für 150. Und ein neues Schiffchen schicken wir dann hier hin für die nächste Treibstoffaktion. Hier nochmal Sachen aufkaufen und dann weitermachen.